So, wie mache ich das denn jetzt mit den Hunden? Ich krieg ja keine Kriegsunterstützung. Wenn der Krieg absolut vonnöten ist, dann soll es so sein. Ihr haltet einen Abzug der Kriegsunterstützung und andere Reiche werden euch einen Verräter nennen. Reiche können einander ungehindert und ohne Rücksicht auf die Position... Ah ne, das ist der diplomatische Unterschied zwischen uns. Teutonen, Kema, die Eulen Angelsachsen. Komme ich niemals in die zwei Pferde und zwei Eisen im Moment dran. Hier auch zwei Kupfer, zwei Eisen für die Spezialeinheit. Werden wir mal die Angelsachsen. Ich habe den Sachsen das Angeln beigebracht, seitdem werden sie Angelsachsen genannt. Whatever you think of the agrarian English, don't complain about their cooking. They'll come after you with their longbowmen. Ja, Landwirtschaftssterne, 70 Bevölkerung erreichen. Ist immer ganz schön, dass die Häuser sich ein bisschen verändern, wenn du die Kultur änderst. Löst eine Wanderung von Gebieten aus, die an die gewählte Stadt angrenzen. Dadurch wächst die Bevölkerung, aber benachbarte Reiche erhalten Groll gegen euch. Was soll's? Kannst ja echt gut was rausholen. Glück, einfach 7 Bevölkerung geklaut von den Nachbarn. Alle 10 Runden. So, die Forschung läuft ja gerade, dann bekommen wir nicht anstatt die Armbrustschützen Langbogenschützen. This should improve efficiency and camaraderie, but it'll probably cause a lot of complaining. Ich habe aber das Gefühl, dass wir diesmal von den Zeitaltern trotzdem schneller sind im Vergleich zum letzten Mal. Runde
121 und schon im Mittelalter und immer noch 199 vor unserer Zeitrechnung. Wir brauchen mehr Stabilität und nachher werden wir mal unser wundervolles Wunder bauen, was wir seit Ewigkeiten beansprucht haben. Do not waste my time. You caught me at a bad. Dafür brauchen wir auch einen weiteren. Ach, was erzähle ich da? Dadurch kriegen wir einen weiteren, einen weiteren Slot pro Armee. So, euch beiden kann ich doch jetzt upgraden. Da ist übrigens ein versunkener Schatz. Glauben ist uninteressant, weil meine Religion ist ja eh schon tot. Ist leider so. Ja, mit Zipper zusammen sind das 7 Runden. Pimpen wir Zipper noch 2 Runden. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Produktion. Wie kann eine Religion tot sein? Indem der Gott einfach weg ist. Wo ist die Erde? Noch nie von gehört. Religion verbreitet sich über die Gläubigergeschichte und alle Religionen wurden von einer KI getötet. Weil der Schamanismus die allübergreifende Religion ist jetzt. Aber frag mich nicht, warum das so passiert ist. Ich finde das bei Religion ein bisschen undurchsichtig. Warum jetzt diese Religion besser war als unsere Religion, weil es ist eigentlich schon in der Antike fällig gewesen. Weil ist das auch noch ein Punkt, der nachjustiert werden müsste. Aber es gibt keinen Religionssieg, deshalb ist es egal. The snake approaches.
Entschuldigung. Danke, danke, danke. Ruhmtechnisch rutsche ich immer weiter ab. Impressive mausoleum. But I can't help wonder what sort of a sign it is when an empire spends more on the dead than the living. Wenn ich jetzt hier die Garnison aufbaue, kann ich doch letztendlich da vorne dann die Truppe rekrutieren. Es dauert 4 Runden für so ein dämliches Gebäude. Das war klar, dass das Upgrade ist für euch. Ah ne, ihr werdet zu Pekinieren eigentlich geupgradet. Und kostet noch mehr Unterhalt. Welcome. What? So, wie kann ich noch mehr Geld verdienen? Da klauen wir uns auch mal Bevölkerung von den Nachbarn und haben direkt ein Nahrungsmittelproblem. Nicht schlimm. Stadt ist jetzt auch voll mit 21 Einwohnern. Der Kampf um den Geist. Die bedeutende Stadt Babylon platzt aus allen Nähten. Achso, das mit den unzähligen Menschen auf der Straße. Ich brauche mein Gold. Und ja, ich kann den Bezirk mit Gold kaufen, aber was habe ich davon, wenn ich dann gleich struggle, wenn ich meine Einheiten upgrade und erstmal ins Minus gehe bei den Einkünften? With 5 farmers quarters, the people certainly have enough bread. Will 5 circuses be built next? No.
Why should individual wealth and political connections determine the status of something as timeless as the land? So, dann haben die nämlich auch genug Nahrung plötzlich. So, dann kann ich das als Ziel für die Armee machen und dann kann ich noch 3 Bogenschützen dazu bauen. Ich habe immer das Gefühl, dass die KI viel größere Bezirksstädte baut, aber es kann auch sein, dass sie einfach weniger... Die binden weniger Außenposten an. Weil es ist auch falsch, dass du 2-3 Außenposten Geländefelder mit dran machst. Und Außenposten eher so als Notfallprodukt genutzt werden muss. Ich würde eure Forderung gern ab- oder zurückweisen. Aber bringt ja alles nichts. Und Krieg erklären kann ich auch nicht. So, mal gucken, was passiert. Is there some reason you warrant my time, let alone trust? Your behavior is far from perfect, but I am magnanimous. You caught me at a bad moment. I withdraw my demands. You had... Ihr seid mit den Hunden verbündet inzwischen. Das ist aber schlecht. Ich hoffe, ihr mischt euch nicht mit im Krieg ein. Die weisen wir ab. Die Händler, die aus dem Nichts kommen. Mein Landwirtschaftsstern erhalten, weil ich so viel Bevölkerung habe. Jetzt haben wir das Belagerungsgerät dazu gebaut. Wir kriegen die von links noch ein bisschen Unterstützung. Ich denke nicht, dass sie diesem Angriff standhalten können. Weil sie einfach nur die billige Miliz haben.
Okay, die Steinmauern können ein Problem sein. Obwohl, da kann ich auch einfach reinklettern, wenn da niemand steht. Schöne Mauer. Schön nutzlos. Noch mit der hunnischen Horde. Was wollt ihr von mir? Let us formalize. Vor allem, der gammelt ja auch schon echt lange hier oben. Und hat keine... hat das Eisen nicht erschlossen. Hail, denkst dir auch so, hä? Was ist los? Was stimmt nicht mit dir? So, bleib da einfach mal stehen. Und ihr braucht erstmal einige Runden bis nach unten. In der Zeit verlieren die weiter die Unterstützung. Ach ja, hm.
You have something to say? Wenn ich mir mal angucke, was die für Siedlungen hochziehen, da mache ich auch noch einen Fehler. Das muss ich mir nochmal genauer angucken. Ich weiß, dass manche Baudinger haben ja eine Synergie mit anderen Sachen. Oder ich baue die Bezirke einfach zu weit auseinander. Also auch in andere Gebiete halt rein. Und deshalb sieht das halt nicht so aus wie jetzt hier bei Haiyong. Weil der halt auch keine Verbindung hat. Der hat einfach zwei Städte nebeneinander, sind halt vollgepappt. Da ist das ja nicht der bessere Weg. Proof, bist du diesmal mehr auf Forschung gegangen? Ich wollte am Anfang mehr auf Forschung gehen, hab's aber irgendwie mit der Zeit wieder verloren. Ne, wir wollen mehr Stabilität auf der Stadt haben. If an army wants reliable soldiers, they had best provide a reliable income. Also ist aber kurz mal einen Schub zu geben. Kann sein, dass die KI einfach das Beste ausmacht, dass es so wenig Außenposten gibt. Und dann letztendlich den Außenposten immer ausbaut zu einer Stadt, wenn kein Platz da ist. Und deshalb haben die keine Außenposten mehr. Weil eine Stadt mehr bringt als ein Außenposten. Also wäre das eigentliche, richtige Vorgehen, Außenposten zwar bauen für Ressourcenerschließung, aber nicht angliedern, um die Produktion zu erhöhen, sondern da wirklich über die eigentlichen Bezirke zu gehen. Also Außenposten wieder ausgliedern nach einer Zeit. Was ich jetzt nicht mehr machen kann, weil ich habe ja Bezirke erweitert. Auch in Außenposten. Weil manchmal die Bauposition einfach besser ist. Das verbiete ich auch. Das Gemälde, was mich halt hässlich zeigt. Danke, Grummler, für ein Twitch Prime-Abo. Ich bin zwar schnell im Spiel, aber diesmal habe ich nicht gut gespielt. Hätte besser laufen können. Aber jedes Spiel lernt man ein bisschen mehr. Also jede Runde.
Nee, Nahrung brauche ich nicht. Wir sind doch nahrungstechnisch gut im Plus. Das lohnt sich nicht. Bevölkerung von den Nachbarn abziehen, weil ich eh nur noch einen Platz frei habe an Bevölkerung im Moment. Spielt Serena auch mal Humankind mit? Ich glaube, Humankind ist nicht so ihr Game. Multiplayer müssen wir eh mal gucken, wie so eine Partie Multiplayer sein wird, aber ich denke mal, es wird ja trotzdem ganz gut laufen im Multiplayer. Aber zeitlich wird das wahrscheinlich genauso aufgebläht sein, wie als wenn man Civ spielt im Multiplayer. Da siehst du mal, was die in den Städten alles hochgezogen haben. Ja, meine Kriegsunterstützung sinkt. Obwohl ich einfach nur kotzen könnte. Das muss reichen. Multiplayer-Schlachten laufen genauso ab wie im Singleplayer, nur nach 3 Runden ist halt die Runde eigentlich durch. Ob das jetzt zeigt, also ich weiß nicht, ob die Automatikberechnung, ich glaube bei Endless Legion war es damals so, dass die Automatikberechnung im Multiplayer automatisch an war und du das nicht verändern konntest. Und hier, theoretisch darf ich noch gar nicht darüber reden, was im Multiplayer überhaupt Sache ist. Bleiben wir einfach dabei. Krieg dauert generell lange. Warum ist meine Flagge eigentlich außerhalb meiner Palisade? Ah. Ich habe auch weiterhin immer noch 2 Städte. Duckt euch einfach!
Also angeblich gibt's immer noch einen Hundengegner. An der Stelle. Wo auch immer er sein mag. Ach, das ist doch alles doof. Wo soll denn jetzt versteckt sein? Da unten. Ohne Kack-Aid. Der steht hinter der Palisade von seiner eigenen Stadt am anderen Ende. Da fällt dir echt nichts mehr zu ein. Man konnte bei Endless, doch, du sagst Legend, nicht Legende wie im Deutschen. Ist doch egal. Dann konnte man die Schlachten an- und ausschalten im Multiplayer. Aber ich muss sagen, da ich bei, vorher genannten Spiel, ich bin da immer eingeschlafen im Multiplayer. Irgendwie hat mich das nicht so vorangebracht wie zum Beispiel Civ. Aber wenn seine Truppen ja schon mal aufgelöst hat, dann kann er seine zweite Stadt noch erobern und dann habe ich vielleicht noch eine gute Chance, den Krieg theoretisch zu gewinnen. Ich habe das Gefühl, dass einfach dadurch, dass der Krieg unberechtigt war, weil man irgendwie keinen vernünftigen offiziellen Krieg machen kann. You have a nerve showing your face. Weil ich kann ja im Nachgang auch in keinster Form Kriegsunterstützung generieren. Kann ja keine Forderung aufziehen oder sonst was. Ist doch egal, wir gehen hin und machen den alle. Ihr könnt euch gleich auch mal bewegen. Ich denke mal, da wird jetzt nichts mehr kommen vom Süden. Ich werde ja wohl noch schaffen, Knossos einzunehmen. Hoffentlich.
as feudal structures. Ich will nur die Truppen mit dabei haben. Geht doch. What do you want? Bändern von Revolutionen im Reich, Propaganda. Was will man mehr? Der Imperator ist toll, der Imperator ist super. Bewundert ihn. Geil. Ach, der schöne Tribok. Wieder. Jetzt müsste ich nachgucken, was der Unterschied eigentlich ist. Könnt ihr außen rumlaufen? Nein, könnt ihr nicht. Was bedeutet, will ich hier frontal rein? Super scheiße. Entschuldigung. Geh mal zurück, ich brauche Platz für die Bogenschützen. Weil so kommen wir über die Mauer. Sogar noch die alte Miliz. Ach, ist das schön. Ne, es gibt auch keinen Weg zu dem Ziel. Außer man würde durch seine eigenen Truppen laufen. Das wäre gerade Unsinn, so wie es aussieht. Boah, ich dachte, bei Ziff wäre ekelhaft, wenn du zwischen zwei Bergen mal angreifst. Jetzt denke ich aber gerade, das hier ist einfach ekelhafter. Warum können wir Langbogenschützen eigentlich nicht angreifen? Also so als Verteidigung. Gegen Fernkämpfer, gegen Fernkämpfer. Kommt eine Pfeilsalve, schießt in die Richtung, von wo die Pfeile kommen. Okay.
pleasure, as always. So, jetzt habe ich eigentlich alles eingenommen von den Hunden. I warn you, do not deceive me. Und wenn ich jetzt den Krieg verliere, weil ich ein bisschen weniger Kriegsunterstützung habe, aber es gar keine Kämpfe mehr gibt, ohne Kack. Das Ding gehört dann einfach aus dem Fenster geschmissen. Weil der Krieg ist doch gelaufen. Ah gut, Kriegsunterstützung wird automatisch auf 0 gesetzt anscheinend. Weil sie keine Städte mehr haben. Moment, ich muss gucken. Hier oben war einmal Eisen und Pferde, das ist nämlich super. Für Spezialeinheiten. Und Knossos hat nämlich, hat zwar nur Pferde, aber nämlich lieber die alte Hauptstadt von denen. Geht leider wieder nicht beides. Und vasalisieren kann ich sie auch nicht. For both of our aspirations. Also unser Reich hat sich vergrößert. Enough of you and enough of this treaty. You have the clothes of a ruler and the mind of a child. Ja, und ihr habt unsere Allianz gebrochen. Das ist okay. Ein Bürger der verarmten Stadt Sippa hat sich mit einem beunruhigenden Bericht an euch gewandt. In den letzten Jahren sind mehrere junge Leute spurlos verschwunden, darunter auch seine eigene Tochter. Nachdem er die Landstriche abgesucht hat, ist er schließlich in Babylon auf sie und andere gestoßen, die dort auf der Bühne standen. Die jungen Leute behaupten, glücklich zu sein, da das Theater ihnen einen Ausweg aus der Armut bietet. Allerdings bittet der Vater euch, dessen Vorgehen, das Familien auseinanderreißt, einen Riegel vorzuschieben. Ich entschädige einfach. Und Sippa sollte stolz auf seine Jugend sein, dass es in die Hauptstadt kommt und da Party macht. Toll. Jetzt haben wir wieder die super Situation. Ich kann meine Truppen aus Knossos nicht abziehen. Boah, Leute, ey. Manchmal. Here is a proposal to. Jetzt muss ich echt offene Grenzen erkaufen bei denen, damit ich hier rausgehen kann nachher. Also Bevölkerung hat bei euch sehr gelitten, also klauen wir ein bisschen Bevölkerung von den Nachbarn. Verdammt, hier ist nicht viel in der Nähe. Wird halt von Babylon Bevölkerung übernehmen. Könnte schlimmer sein. So, und jetzt erschließt doch mal endlich hier die Mine. Danke. Es gibt Proteste, weil ich das Werk verboten habe. Politische Kunst.
Und fordern wieder von mir Müll. Boah, weil die auf den... Oh! Truppen stehen auf der Stadt, kann ich nicht wegbewegen. Welcome. What do you seek? Mach mich fertig, ey. Boah, man wird ja... Okay, dann löschst du halt Truppen, ne? Aber macht ja halt so null Sinn. Dass die Truppen da jetzt festhängen. Warum werden meine Truppen nicht einfach über die Grenze geschoben? So hängen die einfach fest. Das ist halt super. Es ist wirklich unnütz. Ich kann mich ja nicht rauskämpfen. Das wäre ein unberechtigter Krieg. Du hast ja nicht die Möglichkeit. Es fehlt eigentlich so eine Sache wie, ja, Truppen ins eigene Gebiet zurückziehen. Tja, was soll man dazu sagen? Ist jetzt einfach so. Weißt du, wenn du Autoerkunden anmachst? Ich glaube, die bleiben dann auch einfach stehen. Oh mein Gott! Du bist ein Held. Ah, vielleicht doch nicht. Autoerkunden, witzigerweise, Autoerkunden ignoriert das anscheinend. Aber sie werden dadurch nicht schlauer. Kann jetzt zugucken, wie sie hin und her laufen. Bringt mir ja auch nichts, in die Richtung zu gehen. Da ist ja auch wieder ein Gebiet, wo ich nicht hinlaufen kann. A delight to see you again. Ich werde euch definitiv nicht Zipper geben. Das bringt doch nichts, noch mehr Nahrung. Bevölkerung ist voll in der Stadt. You have unlocked seafaring.
where have you been? Moment, Lila hat Krieg mit mir? Mein Gott, wir waren so lange doch verbündet. Was ist denn jetzt euer Problem? Unberechtigt und direkt runter auf 39 gefallen. Ja, wenn ich jetzt meine Truppen unten hätte, wäre geil. Aber Pech kriege ich halt nicht raus. Ich hasse es. Geil, und du kannst sie nicht mehr auflösen, weil die außerhalb deines Reiches sind. Meines Reiches. So nice to hear from you. Warum hassen mich eigentlich alle? Warum wollen alle Krieg mit mir haben? Byzanten haben die Haltung herablassen, die brauchen nur mal einen Tritt, dass die wieder auf den Boden kommen. Vor allem, das waren mein Allianzpartner mal, die haben alles gebrochen, um mir Krieg zu erklären. Why do you bother me, Worm? Sollten die nicht eigentlich weniger? Ist auch egal. Jetzt haben sie halt mehr Kriegsunterstützung als ich. Wird schon irgendwie hinhauen. Die Armee wird ja wahrscheinlich gegen meine Hauptstadt ziehen wollen, die sie gerade geschickt haben. Das kann ich nicht bringen. Auch wenn meine Truppe stärker ist, der wird die zurückziehen, dann muss ich gegen die Garnison kämpfen und gegen die Armee. Und das schaffe ich nicht. You'll have to forgive me, but have we met? I can't recall. Dem Reich der Hunden ergeben. Geil, das ist nur eine Forderung. Die sind selbst die Hunden gewesen. Aber nee, stimmt gar nicht. Hier oben. Moment, ich bin durcheinander. Die sind das. Ich war in der falschen Dinger, also im falschen Ding drin. Aber Ballet kann ich nicht abgeben. Armee können sich außerhalb
außer innerhalb von Stadtmauern durch die Gebiete des anderen Reiches bewegen. Kriegst du auch schon einen Deckel auf den Kopf, weil meine Armee steht halt innerhalb der Stadtmauer, aber ich komme da ja nicht weg. Okay, ich komme darunter theoretisch weg, aber das bringt mir ja nichts. Jetzt bin ich zwar außerhalb der... jetzt weiß ich, was passiert ist. So eine verdammte Hacke. Ich bin nicht innerhalb der Stadtmauer, aber es gibt auch keinen Weg außerhalb der Stadtmauer. Der hat mich vor die Stadtmauer gesetzt, aber in die Richtung, die nicht meine Grenze ist. Also müsste ich irgendwie ganz außen rumlaufen oder sonst irgendwas. Geht aber nicht, weil ich hier eingepfercht bin. Im Dreiländereck, so gesehen. Weil da sind halt direkt auch wieder die Stadtmauern. Ach, es ist doch alles einfach nur die Hölle. Ich will nicht sagen, dass es undurchsichtig ist, aber es ist einfach nur nervig. Five market quarters isn't a sign of greed. It's a sign of wise investing policies. Ach, der Penner. Entschuldigung. Der reißt meinen Außenposten ein. Und der braucht nur eine Runde dafür. Nein, wo willst du lang? Warum wolltest du nicht den Weg einfach geradeaus hier laufen? Boah, ich werde euch so einen drücken. Wisst ihr, dass ich in meinem ersten Spiel immer Probleme hatte mit Einfluss und jetzt pumpe ich einfach Einfluss ohne Ende. Auch ein bisschen merkwürdig. Braucht nicht eine größere Stadtbegrenzung. But at least the chain of command is clear.